bist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht. Zu Humor und Äppelwein laden wir sie gerne ein, heute nach Bürstadt hier im Ried. Bliebe noch der Schwarz zu nennen, der von Bürstadt nicht zu trennen, hier wird vieles schon erreicht. Von so manchem Sportgeschehen, da berichten die Trophäen, die man voller Stolz hier zeigt. Gleich in welchen Disziplinen, man sieht's an den frohen Mienen, dass der Einsatz sich gelohnt. Musste man in Trainingstagen auch so mancherlei entsagen, man hat sich hier nie geschont. Auch für Freizeit und Vergnügen lässt sich über viel verfügen, was den Körper stiehlt und nützt. Ob man durch die Gegend reitet oder Hallensport bestreitet, ob man hier beim Tennis schwitzt. Nun ein Platz für kleine Tiere, man verzeiht mir die Satire, findet jeder allemal. Auch für Menschen gibt es Plätze, wo man nach des Alltags Hetze sich erholt, was ideal. Liebe noch das Glas zu heben auf die Leute, die hier leben und auch auf das Wohl der Stadt. Aus der Heu der Bock gesendet, womit dieses Liedchen endet, das sie froh besungen hat. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht? Zu Humor und Äppelwein laden wir sie gerne ein, heute nach Bierstadt hier in Ried. Eine Fahrt in den Mai, wer ist da nicht gern dabei, wenn es draußen grünt und blüht? Zu Humor und Äppelwein laden wir sie gerne ein, heute nach Bierstadt hier in Ried. Ja. Ja, ich wollte einen bei sich hier in die Mitte. Es hat nicht geklappt. Meine Damen und Herren in Bürstadt, liebe Zuschauer zu Hause, seien Sie gegrüßt. 175 Mal Blauer Bock. Haben wir gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Gibt es nur eine Stadt, wo wir hingehen? Nach Bürstadt. Ist das was? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben Schauspielerinnen eingeladen, um eine Damenwahl hier zu veranstalten. Eine Damenwahl, die die Literatur betrifft und die Bühne und das Theater. Bekannte Figuren aus der Literatur, die Sie alle kennen, und vom Theater werden singend hier in einer Damenwahl vorgestellt. Hier sind sie, Damenwahl! Vieren programmatisch, ruh ich eine Dame aus. Ja, wir sind vier Damen, die aus Büchern und aus Dramen Ihnen allen gut bekannt. Sie begegnen uns tagtäglich, oft war unser Schicksal kläglich. Ich werd Effi Briest genannt. Dann kam Lessing, dessen Ziel war, mich der einst als die Emilia der Galottis aufzuführen. Tötet mich der eigene Vater immer wieder im Theater. So etwas muss wiederholen. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus. Literarisch und dramatisch, von uns vieren programmatisch, ruh ich eine Dame aus. Von Karl Zuckmeier geschrieben, kennt man mich nicht übertrieben. Ich bin Katharina Knie und ich tanze schon seit Jahren, bühnenmäßig sehr erfahren, gerne auf dem Seil für Sie. Liebe mich noch vorzustellen, dank Herrn Ibsen und laut Quellen nennt man Hedda Gabler mich.
Ich muss vor dem Vorhang schließen, jeden Abend mich erschießen. Nun, das weiß man sicherlich. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal suchen Sie sich mit Applaus literarisch und dramatisch von uns Vieren programmatisch ruhig eine Dame aus. Unser Schicksal zwar erdichtet und von dem Autor berichtet, hat sie ganz bestimmt bewegt. Ob im Film, ob auf der Bühne, machen wir stets gute Miene, spielplanmäßig sehr gepflegt. Wollen Sie uns mal besuchen, müssen Sie nur Karten buchen, meine Damen, meine Herren. Und indem wir uns empfehlen, gilt es für Sie auszuwählen. Wir empfangen Sie sehr gerne. Damenwahl, Damenwahl, heute hier in dem Lokal. Suchen Sie sich mit Applaus, literarisch und dramatisch, von uns Vieren programmatisch, ruhig eine Dame aus. Ja, dass ich das Schöne hier zu sehen bekommen habe, verdanke ich unseren 175. Blauen Bock. Da hat man gesagt, da darf ich mal so etwas machen. Begrüße als Effi Briest Diana Körner. Auf das Herzlichste bei uns, meine Damen und Herren. Als Katharina Knie Gundi Grant. Als Hedda Gabler Franziska Bronnen. Und als Emilia Galotti Edeltraut Elsner. Na? Ja. Ja. Ich darf die Bembel einmal überreichen. Viele Grüße ans Töchterchen. Halt, jetzt haben wir was runtergeworfen. Das Bändchen, das wollen wir doch nicht liegen lassen. Ich bin froh, dass ich mit dem ganzen eingebauten Mikrofon wieder hochgekommen bin. Beim Theater gibt es natürlich einen großen Applaus und Vorhänge. Ich habe eine Bekannte, die hat, ja. Vorhänge haben wir nicht, aber das ist ihr Applaus. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, ich wollte im Blauen Bock mal ein Couplet singen. Ich habe einen Text geschrieben, Franz Grote war so liebenswürdig und hat diesen Text in mühseliger Kleinarbeit abermals vertont. Nun habe ich amerikanisches Fernsehen mir mal angesehen, direkt in Amerika. Und wenn in Amerika einer singt, dann setzt er sich erstens mal auf den Barhocker und noch nicht zur Ruhe. Das macht immer einen guten Eindruck. Dann habe ich Dean Martin gesehen, der hat noch getrunken, was Frank Sinatra übrig ließ. Der hat immer ein Glas Whisky in der Hand und eine Zigarette. Das macht auch einen guten Eindruck. So, mal sehen, ob ich es so hinkriege. Und dann, ich brauche eine Brille dazu, Sie werden gleich sehen, wieso. Und dann hat man noch eine Zeitung dabei, um das ganz klischee zu machen. In der Zeitung liest man nicht, sondern da ist der Text drin, damit man weiß genau, wo man ist und nicht hängen bleibt. Also so ist das in Amerika, um es immer vorzumachen. Und nun möchte ich Ihnen ein Couplet bringen. Es heißt, man muss man nachgucken, ja, so heißt man muss auf alles vorbereitet sein. Das Leben, nun, jetzt sind wir doch mal ehrlich, ist heute nicht einfach, nein, es ist gefährlich. Es kracht und knallt und das sehr oft an allen Ecken. Schlägt man die Zeitung auf, so liest man das mit Schrecken. Vom Frieden nun, da wird zwar Tag für Tag gequasselt, die Botschaft hört man wohl, doch auch der Sessel rasselt. Und bums, da haut man sich auch schon die Köpfe ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Die Konjunktur steigt heute nicht mehr so kräftig. Der Abwärtstrend, so hört man, wäre heftig. Wenn das so weitergeht, man muss sich nur gedulden. Dann ist das Einzige, was man noch hat, ihr Schulden. Das könnte unsere Wirtschaft auch was Gutes bringen.
denn wer nichts hat, den kann man nicht zum Zahlen zwingen. Und das Finanzamt nun stellt die Arbeit ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Die Söhne Nippons, ja, die produzieren, was wir im Lande fleißig konsumieren. Ob Kamera, ob Rechner, Uhr, auf alle Fälle. Ob Elektronik, Video, sie sind zur Stelle. Auch ihre Autos sind beliebt, das merkt man täglich. Sie stellen alles her, was heutzutage möglich. Demnächst, da gibt es noch aus Japan Äppelwein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Zu uns, da kommen viele Gastarbeiter. Denn ohne sie, da kämen wir nicht weiter. Aus allen Ländern strömen sie hierher in Scharen. Und das wird weitergehen so in den nächsten Jahren. Wird dann die Arbeit knapp bei uns, man will's nicht hoffen, dann sind für uns nur noch im Ausland Stellen offen. Wir gehen zum Bosporus, denn dort stellt man uns ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Das Öl ist teuer, wie wir alle wissen. Drum spart man hier bei uns und das beflissen. Denn der Verbrauch, er sinkt, was wirklich sehr erfreulich. Was daraus werden kann, so dachte ich mir neulich. Wenn wir im Lande immer kräftig weiter sparen, ganz wenig heizen, wenig mit dem Auto fahren, dann sitzen alle scheißlaut heulend im Bahrain. Man muss auf alles vorbereitet sein. Man baut ein Haus und das ist meist sehr teuer. Die Zinsen steigen und das Ungeheuer. Noch eh das Häuschen hier bei manchem heute fertig, ist schon der Kuckuck und die Pleite gegenwärtig. Wer dann das Resultat des Fleißes noch gefändet, womit der Traum vom Eigenheim ganz plötzlich endet, dann zieht der Hausbesitzer als Besetzer ein. Man muss auf alles vorbereitet sein. Das End vom Lied, nun das weiß von uns keiner. Ein großer Mann nicht und auch nicht ein kleiner. Was uns die Zukunft alles bringt, vielleicht schon morgen. Ob uns das Glück auf einmal winkt oder nur Sorgen. Auch ich weiß nicht, ob dies Couplet, das ich gesungen, bei Ihnen Anklang fand oder ob es misslungen. Vielleicht ist der Applaus jetzt groß, vielleicht auch klein. Ich muss auf alles vorbereitet sein. Ich muss auf alles vorbereitet sein, ja. Meister, ich danke Ihnen. Ja, Reisezeit. Wir haben 5 Kollegen eingeladen, Kolleginnen und Kollegen vom Schlager, von der Bühne, die Sie alle gut kennen. Und Sie wollen...